Hallo, hier sind wieder Papa Noob und König Käsebrot. Im letzten Part sind wir hier irgendwo hängen geblieben, weil wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Aber wir haben die Lösung. Folge mir, König Käsebrot. So, und jetzt einen Schritt zurück, hierher. Und jetzt guckt mal hin. Als ob. Als ob. Not really. Das war alles. So, dann geht's jetzt schon zum Endboss. Dann geht's zum Endboss und wenn wir den haben, dann suchen wir mal noch den restlichen Schotter zusammen. Hallo, du hässlicher Augapfel. Guck mal, guck mal. Diese Kanonenkugeln tun mir nicht weh. Geisterwelt. Warte. Warte mal, diese Sprungkissen, halt. Diese Warte, vielleicht um da hochzukommen. Natürlich, um da hochzukommen. Hoch. Alter, du hast mir gerade im Weg rumgestanden, glaube ich. Nee, guck. Hä? Okay. Dass es einen Weg gibt, Oculus zu besiegen. Aber man muss dazu in der Wirklichkeit sein. Geister wie ich können nur in der Geisterwelt leben. Also hast du die Ehre. Okay. In Wirklichkeit gibt es eine Kanone. Die ist genau richtig, um deinen großen Augapfel zu treffen. Ich ahne was. Die Dinger da. Er wird dich und Oculus in die Wirklichkeit ziehen. Aha. Und dann feuere die Kanone auf sein Auge. Aha. Ich gehe zu dem Teil. Das gibt bestimmt gleich noch Stress. Mir doch egal. Jetzt kriegen wir gleich Besuch. Okay. Oh, ich fliege. Komm weg hier. Der Ghost Roaster ist so krank. Als ob die Kanonen blockiert sind. Hä? Die Kanonen sind blockiert. Wieso das? Guck doch mal um. Ja, aber warum ist das so, frage ich mich gerade. Ah, und die Kanonen gehen kaputt. Guck mal auf die da hinten. Ja, das ist mir bereits aufgefallen. Oh, du bist knapp bei Leben. Ernsthaft? Ja, guck mal. Das wollen wir immer mehr. Ich glaube... Wir müssen in die Geisterwelt wechseln. Oder? Ich habe keine Ahnung. Komm, ich wechsle. Wow. Ah, der muss das zerstören. Okay. Nein, das ist doch mal nicht zerstört. Ja, aber jetzt sind die Kanonen wieder frei. Batz! Komm, einmal, wo willst du hin? Erstmal gucken, welche Richtung der dreht. Okay, wir müssen die andere. Ja, der Boss kommt ziemlich leicht. Jetzt mal im Gegensatz zum letzten. Wo ist dieses komische Ding zum Drehen? Ah, hier. Ja. So, wo ist er nu? Oh, sehr gut. Er hat gerade die Dinger gekillt. Da oben die Kanone, links. Die nehmen wir als nächstes. Es gibt nur noch eine, die wir benutzen können. Oh, okay. Alter, beweg dich. Uiuiui. Wow. Was machen wir mit den 5 Minuten? Was heißt mit den 5 Minuten? Ist doch kein einzelnes Video. Ich habe noch einen Speedrun zu machen. Ah, okay. Sorry. Und wir haben noch Sachen zu finden. Macht nichts. Warte, irgendwas ist hier noch stinky. Warte. Irgendwas ist hier noch faul. Oberfaul. Außerdem ist das Level noch gar nicht rum. Ja.
Ja, nee, wir müssen jetzt hier zu dem Typ gehen. Moment, nee, müssen wir nicht. Wir müssen da nach hinten. Hä? Wir müssen da hoch. Guck, da hinten. Ja. Ich seh's. Und da hab's gesehen. Jetzt ist da drüben auf. Stopp. Ah. Hast recht. Gut, zermatscht werden wir auch nicht mehr. Jetzt ist hier offen. Hier ist immer noch Zukunft. Ha! Der Hut! Den darf ich aufziehen, okay? Weil das ist ja mein Level. Ich zieh ihn doch nicht auf. Ich zieh ihn doch nicht auf. Kürbishut. Okay. Nein! Oh, verdammt. Ich vergaß. Ja, ja, ja. I get you. Müssen wir wirklich jetzt das wechseln? Nee, wenn wir wechseln, kommen wir da nicht mehr hoch. Was? Was? Wir probieren es einfach. Warte. Verdammt. Ich dachte, man könnte da reinspringen, aber es geht auch nicht. Wir wechseln einfach mal, ne? Ja. Moment. Achso. Achso, das war ein geheimer Hut. Das war's. Rede mit Galant oder wie der heißt. So kommt mal raus. Wie billig war das denn? Geister sind glücklich. Ich verdiene ein Vermögen und bin sehr glücklich. Und dann. Ich glaube, ich habe noch eine gute Idee. Diese Geister sollen Pasteten in die ganzen Skylands liefern. So kann ich mein Geschäft ausbauen. Pastetenexpress. Gesundheitsboni. Pasteten sind sehr gesund. Zumindest in unserer Welt. Halte ein Auge nach ihnen offen. Aber wir haben tatsächlich. Was? Gegnerziel ja, nicht geschafft? Ja, wir waren ja nicht nur einem. Bitte? Eine Schatzkiste ja. Fehlt, nicht genug Gegner gekillt. Okay, das heißt im Klartext, bevor der Speedrun kommt, marschiere ich da langsam durch und suche die Schatzkiste und lege alles um, was mir in die Quere kommt. Jetzt würde ich gerne den Ghost Roast Haar verbessern. Verbesser du den Ghost Roast Haar? Ja, du musst aber mit zur Fee laufen. Ich find's cool, wenn dann danach eigentlich noch Sequenzen kommen würden, ne? Oder? Ja. So, was holen wir denn? Ich will die dritte Attacke. Alter Vater. Ja, okay. Holen wir erstmal das. Aber ich will die dritte Attacke haben. Bitte. Bro, was geht bei dem ab? Ja, ich habe 3 Attacken. Wuhu! Und ich bin pleite, nicht wuhu. Shit, der nimmt Schaden dadurch. Als ob Ghost Wars eine Attacke hat, bei der der Schaden nimmt. Ja, moin. Ist klar. Papa Noob macht gerade etwas. In der Zeit. Nämlich Schaden. Was passiert, wenn man an dem Schaden stirbt? Das interessiert mich. Im Ernst, was passiert, wenn Ghost Roaster sich selbst eliminiert? Ah, du bist wieder da. Ja. Guck mal, ich habe hier die Kette verbessert von Ghost Roaster und die dritte Attacke. Guck, der nimmt dadurch Schaden. Okay. Was? Ich will kurz wissen, was passiert, wenn man sich selbst eliminiert. Was, der nimmt dadurch Schaden? Ja, aber dadurch wird er auch unbesiegbar. Wenn er das macht. Was ist das für ein Blödsinn? Warte. Der begeht Selbstmord? Warte! Ein Suizid-Skylander. Wie das? Warte. Geht der dann jetzt auch wieder? WTF! Oh. Das war geil. Okay, geh aus dem Spiel. Als ob. So, und
dann gehen wir jetzt mal suchen, beziehungsweise ich gehe mal suchen. Und ich schneide dann rein, wo die Schatzkiste ist. So, hier schneide ich schon mal das erste Mal was rein. Wenn ihr jetzt mal nach oben guckt, da oben steht die ominöse Schatzkiste. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber das zeige ich euch gleich. Also noch einfacher ging es eigentlich nicht mehr, die hinzustellen. Also, ich habe mich entschieden, ich schneide das jetzt mal komplett hier rein. Und zwar, wir sind gerade von da oben von der Schatzkiste quasi hergekommen, sind hier runter, da stand so ein komischer Ritter. Und wenn ich das Ding hier jetzt darüber schiebe, also da hinten lag vorhin der Seelenstein, wenn ich das darüber schiebe und die Welt wechsle, dann funktioniert die ganze Kiste. So, jetzt muss ich hier einfach nur schnell durchkommen. So, jetzt muss ich, glaube ich, in der... Hallo, kommt ihr nochmal runter? Okay, offenbar muss ich in die Geisterwelt wechseln. Dann hier hoch, hier rüber, da lang. Und das war der Weg, den wir vorhin leider nicht gegangen sind, weil wir nämlich da runter sind und dann nicht mehr zurück konnten. So, der gibt mal Ruhe. So, Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Ich will ja auch noch auf Level 10 kommen mit meinem Dark Spyro. So, jetzt kann man nämlich hier rüber. Jetzt habe ich nur das Problem, ich muss jetzt wieder in die reale Welt wechseln. Also entweder habe ich Glück. Ja, ich habe Glück. Okay, jetzt tun wir König Käsebrot noch einen Gefallen. Und sammeln die Schätze mit Ghost Roster. Alle Schatzkisten gefunden. Okay. So, ich gehe jetzt nochmal durch das ganze Level und mache alles platt, was mir in die Quere kommt. Dann sollte eigentlich das Gegnerziel erreicht werden. So, auf geht's zum Speedrun. Neben mir sitzt König Käsebrot mit meiner Anleitung, die ich mir gebastelt habe, weil dieser Speedrun dann doch etwas anspruchsvoller war. Und ihr werdet gleich sehen, warum. So. Weg jetzt. Geh doch einfach durch. Dann rennen sie mir aber hinterher. So. Den weg, den weg. Sonst verfolgen die mich gleich, wenn ich hier umschalte. Das spart dann doch ein wenig Zeit. So, hier rüber. Da runter. Den greifen wir auf die Entfernung schon mal ein bisschen an. Da ist ein Skylander mit einem etwas stärkeren Angriff eigentlich ganz hilfreich, aber mit Flameslinger komme ich nur ganz gut zurecht. Ja, ja, bla bla. So. Okay. Links. Das sind jetzt meine Aufzeichnungen für den für das perfekte links. Ergebnis. So, dreimal links. Rechts. Und nochmal rechts, gell? Ja. Links. Links. Rechts. Zack. 8 Züge. So, und jetzt muss ich, ah, richtig, jetzt muss ich hier switchen, genau, umschalten, auf gut Deutsch. So, der andere Schlüssel liegt nämlich da oben. Na, schieb doch. So, jetzt muss ich
darüber. Dann den Stein dahin, weil ich da später drüber rennen muss. So, den hierher. Da hoch. Da runter. Den Stein. Den Stein. Na, warum hängt denn der? Ah, sowas Blödes. Immer wenn man es eilig hat. So. So, den aus dem Weg. Einmal hier rein. Jetzt nicht da hochspringen, sondern erst den wieder in die Reihe. Zack, nach oben, um die Ecke rum. Und Vollgas. Ich bin halt ziemlich still, oder? Kommt selten vor. Hey. Ah, ein Idiot. Ah, noch ein Idiot. Ah, noch einer. Du und die zwei Bäume. Oh, das war knapp. Hey. Kannst du mal Igniter holen? Und einfach wechseln. Gut. Stell Flamey nicht so weit weg. Weil hier ist Igniter einfach besser. Weil... Zack. Wechseln? Ja. In der Feuerlinie, meiner. Hier, das ist immer ein bisschen blöd, je nachdem, wie das gerade läuft. Kommt man entweder drunter durch oder auch eben nicht. Glück gehabt. Hat gepasst. Stopp. Oh, an die Stelle kann ich noch erinnern. Hä? Ah, verdammt, das ist die, wo ich da drüber muss. Ah, bisschen gepennt. Oh, an die Stelle kann ich noch gut erinnern. Ups. Da hatte ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass ich runterfall. Ja, das kann ja auch sehr leicht passieren, ehrlich gesagt. Ja, genau in solchen Situationen, ne? Ja. Man beachte die beiden netten Blumentöpfe hier. Das werden von den roten Scherenfritzen, deswegen legen wir die zuerst um. Wahrscheinlich heißen die so. Was? Scherenfritzen? Mhm. Keine Ahnung, wie die heißen, ist mir auch wurscht. Was? Ich bin beeindruckt, aber ich weiß nicht, wonach du hier wirklich suchst. So, hier durch. Dann hier aktivieren. Und dann kommt schon wieder so ein blödes Ding. Ja, das finde ich sehr witzig. Jetzt muss man hier hoch. Dann eine Neusortierung dieser Steine. So, da muss man jetzt nämlich hier zurück und nochmal den Schalter aktivieren. Switchen. Switch. Umschalten. Nintendo Umschalt. Okay, dann redest du halt Denglisch und ich Oldschool Deutsch. Das war auch Denglisch. So, wie ist die Lösung? Links. 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 Rechts. Links, rechts, links. So, das sollte etwas Zeit gespart haben. So, jetzt haben wir das Problem. Verdammt, wo... Ja, laber mir nicht die Ohren voll, du. Irgendwo muss ich hier nochmal umschalten. Genau, hier drin. Hier kriege ich direkt Besuch, würde ich sagen. Ist aber wurscht. Wir schalten hier um. Zack. Einfach über den Haufen gerannt. So, und warum habe ich da umschalten müssen? Wegen den Kameraden hier. Ich will hier durch, Menschenskind. Stirb endlich. Hä? Seit wann muss man... Das hatte ich jetzt bei den ganzen Übungsläufen nicht. Also bei denen. Wie viel waren es? Ich glaube 3. Bis ich raus hatte, wie es am schnellsten funktioniert. So, jetzt muss das hier weg. So. Ja. Dann muss der Stein hier zur Seite. Dann ignorieren wir einfach die Jumpies hier und rennen da durch. Dachte ich zumindest. Ach ja, ich muss zum Turm, genau. Ja.
bin ich doch instinktiv richtig gegangen. So, jetzt den Schlüssel geschnappt und direkt wieder runter. Expressartig zurück. Naja, das ist nicht der nächste Schritt auf dem Block ist Ritterkill. Ja. Da kann ich dir auch gleich zeigen, welche. Und zwar... Die da vorne. Ja, sonst kommen hier nämlich, wenn man die stehen lässt, kommen mal direkt drei Ritter auf einen zu. Fünf, weil da hinten sind ja noch zwei. Genau, deswegen rennen wir da auch mal schnell dran vorbei. Und dann haben wir den Schlüssel, der hier eigentlich als zweites draufsteht auf meiner Liste. So, jetzt umschalten. Ja. So, umgeschaltet. Eins nach vorne. Jetzt den Stein eins nach vorne. Jetzt habe ich ein Problem. Verdammt nochmal, dämlicher Baum. Jetzt steht mir nämlich so ein Trottel da im Weg. Der muss da weg. Weil wenn ich jetzt umschalte wieder auf, keine Ahnung, wie man es nennen will, Nachtmodus, dann steht der im Weg, dann komme ich mit dem Stein nicht dran vorbei. So. Nächster Schritt ist außen herum ins Loch. Ja, außen herum. Und den Stein hier rüber. Und da stand jetzt dieser dämliche Baum im Weg. Hey, hör auf, was soll das? So. Zurück und einschalten. Umschalten. Ja. Deine Schrift sieht aus wie Hebräisch. Wenn du meine Schrift nicht lesen kannst. Ich weiß, dass ich nichts sagen muss. Das kann unmöglich an meiner unnachahmlichen Schrift liegen. Du brauchst definitiv eine Brille. Ist klar. Nee, meine Schrift sieht beschissen aus, ich weiß das. So, und jetzt? Erst einen Schlüssel holen. Habe ich schon. Zweiten Schlüssel am Tor. Ja, weiter. Umschalten. Okay, das wusste ich nicht mehr genau. So, jetzt. Das große Tor zurück nach rechts. Mhm. So, wo war dieser andere Schlüssel? Ah, hier kann ich auch nochmal umschalten, genau. Ja. Teleporter benutzen. Ja, den ignorieren wir einfach, den Baum hier. Wie heißen die Rindenteufel? So. Schlüssel holen. Wow, verkehrt. Nehmen wir den Schlüssel. Stein zur Seite. Ja, Stein weg und durchs Tor. So, und dann kommt nochmal der Endkampf. So, jetzt kommt nochmal die Stelle, an der wir so hängen geblieben waren. So, mach auf jetzt. So, und jetzt hier nochmal einen Schritt zurück und hier warten. Das war der Casus Knactus. Der springende Punkt oder auch das hüpfende Komma. So. Durch mein Labyrinth geschafft. Ja, laber mir nicht die Ohren voll. So, jetzt switch in die Welt. Oder muss man schon schießen? Nein, erst switchen. Man kann auch nicht schießen. Weil man im Moment ist er noch unverwundbar. Jetzt labert der. Jetzt sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Wenn man ein bisschen angedatscht ist, dann kann man sich auch hier hinten dran stellen. Da ist man nämlich im... ist man in Deckung. So. Zack. Und die erste. Ja, ich bin dabei. Don't panic, honey. Ach, da gehen wir einfach durch. Was soll's? Aktivieren. Genau, ach, geh weg! Die Geisterwelt und benutze den Aktivierer nochmal. Warum hilfst du ihm? Nochmal das Ding aktivieren? Ja. Hab ich ja, nur warum der mir jetzt dazwischen gelabert hat, weiß ich echt nicht. So. Ich nehme jetzt die Kanone, weil die am weitesten weg ist. Versuche ich ja, es reagiert nicht. Jetzt. Alter. So, und dann muss ich an die... So, jetzt stelle ich mich nämlich hier hinten dran. Und dann kann ich direkt an dem vorbeifetzen. Jetzt schon komischen Geister-Junkie. Ja, wo steht denn der? Genau. Ich auch nicht. Wo ist denn der? Keine Ahnung.
Bist du bereit, zur Bäckerei zurückzugehen? Hoffentlich. Das müsste gereicht haben, oder? Was denkst du? Ja. Aber knapp, glaube ich. Wow. Okay, Speedrun geschafft. Gegnerziel fehlt aber immer noch. Ja, das Gegnerziel das Gegnerziel fehlt noch, aber das ist recht aufwendig in diesem Level. Ihr müsst nämlich immer so schalten, dass die Feinde da sind. Also ich darf nicht in diese, ich nenne es jetzt mal Geisterwelt schalten und dann die Ritter oder die Blumentöpfe wegballern. Weil dann zählen die nicht als eliminierter Gegner. Und die Bäume, also die, wie heißen die nochmal, Rindenteufel? Die kann man gar nicht zerstören in der Schattenwelt. Richtig, aber die muss ich dann in der realen Welt umlegen. Mhm. Okay, gut, das war der Speedrun in der Düstergruft. Und ja, dass ich das Gegnerziel geschafft habe, das cutte ich euch dann einfach noch hinten dran. Weil das wird ziemlich lange dauern. Lol, da sind zwei Melodien im Hintergrund. Das stimmt wohl. Ja, moin. Okay, das schneide ich euch dann noch hinten dran mit dem Gegnerziel. So, dann endet der Part auch hier. Ja. Stimmt. Der Part endet. Ihr seht gleich noch, dass ich das Gegnerziel geschafft habe. Oder wir vielmehr. Ja, und dann sagen Papa Nubenkönig Käsebrot mal wieder. Tschüss. So, ich bin jetzt nochmal durch das komplette Level durchmarschiert und habe wirklich versucht, jeden einzelnen Gegner zu erwischen. Das heißt, ich habe immer von Tag auf Nacht oder wie auch immer man das Ganze nennen will, von Geister auf Normal oder wie auch immer umgeschaltet und habe jeden Gegner in Anführungszeichen seiner Welt, in der er lebt, besiegt. Und es funktioniert. Das Einzige, wo ich nicht alles besiegen konnte, was möglich war, war jetzt im Endkampf, weil die Bäume... Wie heißen die noch? Ich habe den Namen vergessen, egal. Die kann man nicht alle besiegen, da kommt unendlich Nachschub. Aber wie ihr seht, es geht.